Lang, lang ist es her. Hallo Leute und willkommen hier bei Meeplecat. Ja, lang, lang ist es her, dass ich mal einen Bluetooth-Lautsprecher getestet habe. Also tun wir das heute doch nochmal. Und zwar ist das hier der Tronsmart Element T6 Plus Wireless Speaker. Und ihr seht schon, das ist so ein Röhrenlautsprecher. 360 Grad Optik, hier vorne schön mit Stoff verkleidet. Fühlt sich sehr gut an. Auf der Rückseite, nennen wir es einfach mal Rückseite, haben wir hier die ganzen Bedienelemente. Das ist einmal Vor- und Zurückspringen von Liedern. Dann haben wir hier einen TWS-Button, der bedeutet, dass man zwei von den Geräten hier miteinander koppeln kann und hat dann einen Stereo-Klang. Ja, was eine feine Sache ist. Dann hat man richtig 80 Watt Power, denn der T6 Plus hier hat 40 Watt Leistung. Wie laut das genau wird, das sehen wir etwas später noch. Dann haben wir hier nochmal einen EQ-Modus, einen Equalizer-Modus. Wenn ich den mal drücke, seht ihr, dass hier unten das Licht angeht. Einmal weiß und einmal in grün. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Klangmodi. Sie nennen das hier so wunderbar Tribass-Effekt. Was nichts anderes bedeutet, ihr habt hier einmal die ganz normale Einstellung, die meiner Meinung nach auch am besten klingt. Dann habt ihr nochmal einen Bass-Boost und einen Super-Bass-Boost-Modus. Die klingen aber nicht wirklich gut. Da wird es für meinen Geschmack sehr, sehr dumpf vom Klang her. Natürlich der Bass, der wummert hier ganz ordentlich raus, denn wir haben ja hier so einen kleinen Bass-Tieftöner, wenn man das so nennen kann, auf der Unterseite und der hat ordentlich Bewegung, also der geht ganz schön hoch und runter, wenn hier ordentlich Bass rauskommt und der ist natürlich auch nach unten gesteuert, das heißt, wenn das Ding ganz normal steht, strahlt er nach unten ab auf die Fläche und durch die Fläche, wo das dann drauf gestrahlt wird, wird der Bass dann nochmal verstärkt, also der hat schon ordentlich Bass, da kann man auch mal gut was fliegen lassen, wenn man es drauflegt, habe ich euch hier mal demonstrationsweise gezeigt, aber ganz ehrlich, nutzt am besten hier den normalen Modus, dann ist auch noch was von den Höhen übrig und das ist einfach der beste Klang, der hier rauskommt, meiner Meinung nach. Das ist ja ein sehr subjektives Empfinden. Und unter dem EQ-Modus haben wir noch einen M-Button für Mode, denn wir können hier nicht nur per Bluetooth 5.0 unser Smartphone zum Beispiel verbinden oder auch Tablet oder Laptop, MacBook, alles was so funktioniert. Nee, wir haben noch mehr Möglichkeiten und die finden wir auch hier unter dieser Klappe, denn wenn ich die mal öffne, sehen wir, dass wir einmal hier einen Einschub haben für eine MicroSD-Speicherkarte und wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Genau so können wir nämlich auch noch Geräte verbinden. Ein Klinke auf Klinke-Kabel wird hier nämlich mitgeliefert. Da könnt ihr also auch noch euren alten iPod anschließen oder andere Geräte, die über keine Bluetooth-Verbindung verfügen. Oder ihr steckt einfach dann hier eure Speicherkarte rein, wo ihr MP3s drauf habt und dann hier könnt ihr die auch direkt hier abspielen. Wenn wir hier schon bei den Anschlüssen sind, aufgeladen wird das Teil hier über, jawohl, USB Typ C. Hier ist das Ladekabel, also kein Micro-USB mehr. Nein, endlich sind wir angekommen hier. USB Typ C finde ich sehr gut. Und wir haben noch einen regulären USB-Anschluss. Ja, und der dient dazu, dass das Ding hier quasi auch als Powerbank fungiert. 6600 mAh groß ist der Akku, der hier eingebaut ist. Und damit kann man auch mal im Notfall hier sein iPhone zum Beispiel aufladen. Da seht ihr es. Ladung ist gestartet. Das finde ich mal richtig gut, gerade wenn man hier so ein portables Ding hat. Man hat es immer mit dabei und ja, der Akku hier, der hält ja bei Musikwiedergabe gefühlt ewig. 15 Stunden werden hier angegeben, maximal. Also ich denke mal so 12 bis 15 Stunden sind hier echt realistisch. Und dann kann man eben zur Not auch noch hier mal sein iPhone aufladen. Also bestens geeignet für unterwegs und gerade wenn es unterwegs auch mal regnen sollte, kein Problem. Der hier ist spritzwassergeschützt, das heißt einen kleinen Regenschauer kann der hier problemlos überstehen, ohne dass hier irgendetwas kaputt geht. Ja, und kaputt geht bestimmt auch nicht hier der schöne Knopf auf der Oberseite. Der dient einmal hier zur Lautstärkeregelung am Lautsprecher selbst. Man kann aber auch noch am Smartphone die Lautstärke nochmal separat einstellen. Und der Button hier ist auch gleichzeitig der Play-Pause-Button, den kann man nämlich eindrücken für Play, nochmal eindrücken für Pause oder eben gedrückt halten, dann könnt ihr den entsprechenden Sprachassistenten, den Google Assistant, Siri und so weiter einfach aufrufen. Das ist eine sehr schöne Sache. Außerdem haben wir dort noch einen blauen Leuchtring, der da umläuft. Leider, ich finde, das ist eine verpasste Chance, zeigt er nicht hier die eingestellte Lautstärke an, sondern der ist einfach generell am Leuchten. Wäre doch schön, wenn man hier auch noch sehen würde, wie hoch jetzt die Lautstärke hier geregelt ist.
Ihr seht hier oben auf dem Button, auf dem großen Knopf haben wir nochmal das Tron Smart Logo und das hier ist ein Aluminium Button. Der hat hier eine schöne Riffelung auf der Oberseite und hier diese abgeschrägte Kante, wie wir sie hier zum Beispiel, ja, zufälligerweise habe ich es hier liegen, auch vom iPhone 5 noch herkennen. Also das sieht alles sehr schön aus und qualitativ hochwertig verarbeitet. Doch, muss ich so sagen, und der fühlt sich auch so qualitativ echt hochwertig an. Also der macht einen guten Eindruck, der Stoff hier macht einen guten Eindruck, der Knopf hier, wenn man ihn dreht, man merkt hier die verschiedenen Einstellungsstufen, die man hat. Die ganzen Buttons hier lassen sich gut drücken. Die Klappe hier unten schließt sehr gut, damit hier auch nichts an Spritzwasser in die ganzen Ports reinlaufen kann. Doch, eine schöne Sache. Kann man echt so machen. Und somit möchte ich das Ganze auch schon fast abschließen. Ich will euch aber noch sagen, wie viel Lautstärke der hier machen kann. Ich habe es nämlich gemessen. Und bin knapp auf 105 Dezibel gekommen. Und ich sag mal, für eine kleine Party zu Hause reicht das absolut aus. Oder um mal ein bisschen draußen was zu beschallen oder um den Leuten in der Stadt mal richtig auf den Senkel zu gehen damit, wenn man damit durch die Stadt läuft, was man nicht tun sollte, Freunde. Wenn ich das immer sehe, dann könnte ich ausflippen, wenn da jeder seine eigene Party mit durch die... Egal, aber er wird laut genug, meiner Meinung nach. Mit 40 Watt ist das eine ordentliche Geschichte. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Mehr kann ich hierzu eigentlich nicht sagen. Ist ein gutes Produkt. Diese drei Modi allerdings hier beim EQ-Modus, dieser Tribass-Effekt, den hätte man von mir aus weglassen können, denn nur der erste Modus hat wirklich einen guten Klang. Alles andere ist einfach nur noch basslastig und die Höhen sind total ausgemuffelt. Ach, übrigens, die Höhen, die kommen hier vorne raus. Da haben wir zwei normale Lautsprecher noch drin, die allerdings nur nach vorne abstrahlen, also kein 360-Grad-Klang, was die Form ja hier irgendwie ja versprechen könnte. Also zwei Lautsprecher hier vorne und dann den Tieftöner einmal hier unten. Und dann wird so hingestellt und er wummert wunderbar vor sich hin. Also ist ein gutes Ding, doch kann man ruhig machen. Ich verlinke ihn euch hier unten in der Videobeschreibung und sage vielen Dank fürs Zusehen. Das war mal wieder ein Bluetooth-Lautsprechertest. Hatten wir früher ja viel, viel öfters. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.